Zum ersten Mal seit mehr als 200 Jahren erklingt eine kürzlich wiederentdeckte Gemeinschaftskomposition von Wolfgang Amadeus Mozart und Antonio Salieri. Der tschechische Cembalist Lukas Fendel spielt die Kantate bei der offiziellen Vorstellung der Partitur in Prag. Die Noten des lange verloren geglaubten Werkes sollen demnächst ausgestellt werden. Wiedergefunden hat die Kantate ein deutscher Musiker und Musikwissenschaftler. Mozart und Salieri komponierten das vierminütige Stück 1785. Die Partitur befand sich seit den 50er Jahren im Musikmuseum in der tschechischen Hauptstadt, sie war aber nicht korrekt identifiziert.